daran zu gedenken an die solchen Ereignisse, hat seine Bedeutung weniger den Blick auf die Vergangenheit als auf die Gegenwart und die Zukunft. Es geht um die Erinnerung, die heute gebracht wird, aber da gibt es spätere Generationen, in denen wir uns verbleiben werden können, die sich bestimmten Reizen oder Personen der Vergangenheit verdanken. So sagt zum Beispiel Mose während der Küstenwanderung zum Volk der Israeliten: Schenk allen bestimmten eure Werten. Heute beschwöre ich euch, verpflichtet eure Kinder, dass auch sie auf alle Bestimmungen dieser Weisung achten und sie handeln. Das Gedächtnis mit der zahmen Ereignisse der Vergangenheit in einem kostbaren, dort haben die Werte weiterzugeben. Heute geht es um dieses Münster, das sich auch bei einem Vergleich mit dem höheren Dom nicht zu verstecken braucht. Und der Heilige Kirchus, ein römischer Wörter aus der Zeit des Kaisers Trajan am Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus, wird heute auch als Kirchus von Naris bezeichnet, weil er dann den Ehren, die ihm in Naris zu sein wurde, auch andersrum bekannt wurde und der römischen Vergessenheit entrissen wurde. Ich müsste deshalb das Wissen über die Stadt davon etwas entfalten, damit ich noch die Bindung mit denen, für den dieses Bauwerk errichtet wurde, enger wird und die Werte der Nachfolge Christi, für die er bis zur Hingabe seines Lebens entstanden ist, auch uns immer tiefer Kyrillus war, so wird uns in der Legende aufhören, Tribut im römischen See und sollte der Christen verfolgt unter Kaiser Trajan drei Christen, die zum Tode verurteilt waren, in mamertinischen Kirchen unter Bewachung waren. Papst Alexander, Evensius und Theodorus. Die Treue zu Christus, der Mut, der sie angesichts des Todes hatten und die Wunden, die sie von den Augen des Kirchens hätten, brachten ihn zu Begehren. Auch er wollte Anteil am Leben Christi haben und ließ sich zusammen mit seiner Tochter Maria taufen. Dadurch legte er ein Zeugnis von Christus ab und lebte auf seine Weise in das, was recht und alles von der Heilung des Gelehrten dem Hohen Rat sagt. Ob es vor dem Recht ist, mehr auf Arsch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können nur beschreiben über das, was wir gesehen und gehört haben. Macht Venus dem Kaiser gegenüber und treu? Nein, denn er hatte sein Amt entsprechend dem Recht ausgegeben. Obwohl er die Konsequenzen seiner Bekehrung wusste, sind wir nicht bestimmt. Bis zu Ende. Durch das Zeugnis der drei verschiedenen Augen, die gerichtet und wirkte, wusste er auch, woher die Heilung des Gelehrten kam. Es ist uns Menschen kein anderer Name von dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Ob dieses Kapitel sich in allen Einzelheiten wirklich so abgespielt hat, wie es überliefert wird, ist für uns nicht entscheidend. Und strittig war aber leider, dass Kirchus ein Zeuge Christi war, der seinen Glauben an Christus mit dem Leben bezahlt hat. Wie alle Mönche hat er die Lage nicht ernst genommen. Wenn jemand zu ihm kommt und nicht Vater, Frau, Kinder, Brüder, ja sogar sein Leben geachtet, dann kann er nicht mein Leben sein. So waren sie. Sie, Naxos, in ihrer Stadt ertragen, ein vortreffliches Vorbild des christlichen Lebens. Damals schon zu freier Zeit eine Garnisonstadt am Rhein war, Gastronomie genannt, verstehen wir, warum die Kontakte mit Rom so gut waren, bis hin zur Überführung der Gemeinde
die waren die diese Menschen vor 18 Jahren, und es waren die Menschen, die in London in Richtung ein letztes Münster zu geben, das hat den Gerät der richtigen Gott. Die Grundsteinlegung erinnert uns an den Vers von Psalm 118, denn der Apostel Petrus und Johannes, in den schon kurz erwähnten Verhöhen, wollen Gott war, Jerusalem zu geben und auf Jesus Christus anwenden. Er ist der Stein, der von den Bauleuten von Gott verloren ist, der war zum Ecksteinen geworden ist. Und das ist der Weg, wenn es bei der Ankündigung der kommenden Rolle des Petrus in der Kirche geht, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. In beiden Fällen geht es also um feste Steine des Fundaments. Das, was gemacht wird, soll auf immer so bestehen. Ist unsere heilige Feier nicht eine gute Gelegenheit, den Glauben mit dem Ausdruck der Frömmigkeit zu Ehren des heiligen Quirinus, dessen Schreiben wir hier vor Augen waren, zu verbinden, um unsere christlichen Werte hineinzudenken, zu blicken und zu verstärken? Dieses Münster ist trotz der Schäden, die er im Zweiten Weltkrieg gelitten hat, ein Zeichen dieser Werte. Seine Wiederherstellung unmittelbar nach Kriegsende und gibt die Treue zu seiner ursprünglichen Gestalt, weist auf die gleichen christlichen Wurzeln. Der Säckige und die gleiche Verpflichtung der Stadt davon verbinden uns mit dem. Damit sind wir so mit den Fällen unserer Betrachtung gekommen. Was bedeutet für uns Heilige das Markieren des Heiligen Kirchens? Was bedeutet für uns heute sein Münzen mitten in der Stadt Heilige? Ist er ein Denkmal von Christen oder der Ort der täglichen Begegnung mit Christus? Ein Held aus alter grausamer Zeit, in der Tränen aus Verhalten gegangen war, oder ein Vorbild für meine Beziehung zu Christus, in der es darum geht, den Willen Gottes der Klasse des Platzes zu geben, bis hin zur Setzung der Welt. Dieses Münster hat Jahrhunderte überdauert. Würde das so bleiben, wenn wir seine ursprüngliche Bedeutung nicht bewahren? Es ist eine ernste und sehr bewegungswerte Frage. Da wir aber ein geschichtlicher Begann gereinigt sein und in ihm auch den Heiligen der Mehrfach in der Geschichte der Stadt und der Macht als die Waffe gezeigt hat, haben wir es selbst in der Hand, aus der Zeit neue Kraft und Mut zu schützen. Wir stehen in der Kraft und in jeder Bauleitung, die vor 100 Jahren den Grundstein dieses Münsters gelegt hat. Wir verehren den Heiligen Gregor Quirinus als Zeichen des rechten Lebens und haben den Wunsch, selbst nach seinem Vorbild zu leben. Diese Entscheidung auch in der Stadt Neuss. Der Heilige Gerät von Neuss ist die Stadt davon. Von hier ist er in andere Städte im Ländern gebracht worden. Möge er Ihnen allen als Versprecher von Gott die Gnade erleben, dass auch für sich nach Land und Abwandlung des Eingangs des kirchlichen Wortes aus der Präfation für die Heiligen Gerät in der Krönung unserer Verdienste gewöhnt wird, das Werk seiner Gnade.